Könnte sein, dass die Gitarre ein wenig verstimmt ist. Dann wollen wir mal gucken. Hier habe ich nämlich heute eine wunderschöne Gitarre für euch. Eine Gibson. Eine Gibson SG Made in USA. Reimt sich sogar. Eine Rockgitarre. Ne? Back in Black hier. Schwarze Gitarre, schwarzes T-Shirt, schwarzes Cap und so weiter. Back in Black, AC/DC. Klingt natürlich verstimmt. Kleiner Scherz, ne? Aber ihr Robotunes, das zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert. Einschalten. Zack. Und na, vielleicht mal die Lautstärke zurückdrehen. Und dann die Gitarre alle Saiten durch anschlagen. Okay, die G-Seite stimmt natürlich nicht. Jetzt kommt die H-Seite dran, auf Deutsch H-Seite, international B-Seite, B-String. The B-String. Okay. Zack, und dann schaltet sich das System automatisch aus, wenn die Gitarre gestimmt ist. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es jetzt vielleicht annehmbar klingt. Ja, muss man den hinteren Pickup nehmen. Klingt so ein bisschen bissiger. To hell. Gibson SG hat 22 Bünde, also zwei Oktaven kann man auf jeder Seite spielen. 22 Bünde, der 22. Bund Stab geht fast bis an den Neck Pickup. Reicht fast dahin und man kann auch natürlich die Saite dann noch ziehen, also ein Bending machen und dann kommt man sogar bis zu dem, was ist denn das dann, ein Fis, genau, und wunderbar, der Hals lässt sich gut spielen, die Gitarre war jetzt nicht so high-end teuer, die hat Schnäppchen, ne? Bei Musikhaus Thomann. Ich gehe kein Geld, nein. Was war das? 500 Euro. Knappe 500 Euro. Und man muss sagen, also nicht ganz so hundertprozentig top verarbeitet. Also man merkt da einen kleinen Absatz vom Griffbrett zum Hals. Kann man jetzt auf dem Video nicht sichtbar machen. Und Sattel gut eingeschliffen, gut, und die Bünde sind eigentlich auch okay abgerichtet, also leicht scharfkantig, wenn man so rein fasst und dann da das versucht zu fühlen, ne, passt aber schon. Dann Classic 57 Humbucker, hinten Classic 57 Plus, der hat ein bisschen mehr Windungen, also mehr Output. Dann Toggle Switch, gewohnte Gibson Qualität, sehr gut. Und die Kondensatoren, die sind okay, die klingen auch ganz okay. Pass mal auf, Achtung. Kondensatoren drin, da gibt es nicht ganz so optimal, weil die können sich mit
höherer Temperatur verändern. Ja, Keramikkondensatoren muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber vom Klang her ganz okay. Und wenn die Temperatur passt, dann gibt es an denen nichts auszusetzen. Sind sehr klein, also viel kleiner wie Orange Drops. Dann Token Switch habe ich schon gesagt, Tailpiece hier, Bridge, alles Bundreinheit super. Hals eingeleimt, hat kein Schlagbrett, also man merkt dann schon, also hier sind schon Kratzer, vielleicht sieht man das? Nee, sieht man nicht, aber das verkratzt natürlich, klar, weil kein Schlagbrett, aber ich mag das so, Rockgitarre, die darf auch dreckig sein, verkratzt, ganz klar. Dann hier die Buchse. Habe ich aufgeschraubt und dann reingeschaut, lächelt mich ein Schriftzug an, den ich bei einer Made in USA Gitarre nicht so gern sehe. China, steht auf der Buchse ganz fett drauf, in Großbuchstaben. Eigentlich hätte ich erwartet, dass das eine Switchcraft Buchse ist. Na gut, hier hinten auch die Abwickplatte, wo die Elektronik drin ist, die könnte eigentlich auch ein bisschen sauberer eingepasst sein. Hat vorhin einfach ausgeschaltet, das Video. Also die Strap-Locks hier habe ich ersetzt durch welche von der Firma Göldo. Die funktionieren mit dem Strap-Lock-Mechanismus, aber auch gleichzeitig mit einem normalen Gitarrengurt. Und das war mir wichtig, weil ich bin da leicht traumatisiert, weil ich habe mal meine Strap-Locks vergessen und wollte einen normalen Gurt anbringen. Das hat aber nicht funktioniert und deswegen bla bla. Okay, gibt es eigentlich noch was zu sagen? Nö, ich dudel noch ein bisschen und dann war es das dann für heute. Ne? Schön verzerrt, volle Pulle. Noch was zu sagen, also wie gesagt 500 Euro hat die Gitarre gekostet, sehr günstig gewesen, weiß nicht, ob sie noch zu diesem Preis gibt, ich fürchte nicht, und man kann die Gitarre auch unverzerrt spielen, mache ich noch ein paar Takte, unverzerrt klingt die Gitarre auch wirklich sehr gut, man kann die auch für Jazz oder Country, Achtung, ein bisschen lauter, ich mache ein bisschen lauter, Johnny Cash, vielleicht der hintere. Schön. Twang, twang, twang. Und dann, wie gesagt, jazzmäßig, ne? Thank you.
wir mal den Tonregler zu. Achtung. Thank you.